Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich mal wieder an einen unglaublich dicken Stephen King rangewagt. Der Anschlag heißt es und darin geht es auf den knapp 1050 Seiten um den jungen Mann namens Jake Epping, der von seinem guten Freund Al Templeton einen geheimnisvollen Durchgang ins Jahr 1958 gezeigt bekommt, wo er dann beschließt, dass er sich 5 Jahre dort aufhält, bis ins Jahr 1963, um dort den Anschlag auf den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy zu verhindern, um die Zeit, das Zeitgeschehen wieder ins Senkrechte zu bringen und ins Positive zu verändern. Das ist die Grundprämisse, darum geht es in diesem Buch. Es geht natürlich um viel mehr noch, aber das möchte ich alles nicht vorwegnehmen, weil das viel der Spannung auch ausmacht. Ich fand dieses Buch ziemlich cool, sage ich mal vorweg. Ich habe mich für dieses Buch entschieden, einfach weil ich gesehen habe, darin geht es um Zeitreise und Zeitreise finde ich immer cool. Und dann habe ich halt gesagt, cool, lese ich das Buch und habe es angefangen. Und ich muss sagen, die ersten 200 bis 300 Seiten fand ich überhaupt nicht klassisch Stephen King, weil es sofort losging und spannend wurde und nicht ein ewiges Vorgeplänkel, wie das ja ganz häufig bei Stephen King ist. Es ging einfach direkt los und ich fand diese Einführung der Charaktere und die Einführung der Prämisse, worum geht es in dem Buch, und einfach vor allem die Definition von der Zeitreise sozusagen in diesem Buch fand ich ziemlich cool gelungen. Da hat ja jeder Schriftsteller und jeder Filmemacher, der sich mit Zeitreise beschäftigt, so seine eigene Vorstellung, wie jetzt diese ganzen Paradoxen, ich weiß nicht, ob das die richtige Mehrzahl ist, von Zeitreisen umgangen werden und wie die sich auswirken und wie Zeitreise generell funktioniert. Und das fand ich bei Stephen King ziemlich cool, ziemlich gut gemacht. Jo Leute, ich wollte mich mal kurz zwischendurch melden und zwar ist mir aufgefallen, dass ich ja immer noch 450 Abonnenten habe, aber meine Videos zurzeit eigentlich nicht mehr als 50 Aufrufe kriegen, was daran liegen könnte, dass YouTube wieder mal einen scheiß Algorithmus zeigt, der nämlich bewirkt, dass wenn man nicht regelmäßig Videos hochlädt, die Videos nicht immer allen Abonnenten angezeigt werden. Deswegen, falls das bei euch der Fall ist, dass ihr jetzt denkt, ihr habt schon ewig nichts mehr von mir gesehen, dann geht mal auf den Abonnieren-Button unten direkt unter diesem Video und da könnt ihr eine kleine Glocke aktivieren und da werden dann Benachrichtigungen aktiviert. Das heißt, ihr kriegt immer eine Benachrichtigung, wenn ein Video von mir kommt. Genau, und dann würde ich sagen, habe ich jetzt genug genervt und es geht weiter mit dem Video. Die ersten 200 bis 300 Seiten haben mir super gut gefallen und dann, so ab Seite 400, wurde es nicht unbedingt langweilig, aber es wurde sehr, sehr zäh. Also es war interessant alles zu lesen, aber es hat sich so sehr gezogen, wie ich es halt von Stephen King auch gewöhnt bin ein bisschen. Aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, Mensch, kann jetzt nicht endlich mal wieder irgendwas richtig Spannendes passieren? Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich das Buch erstmal zur Seite gelegt habe und was anderes gelesen habe, sogar eine ganze Trilogie, die Tribute von Panem. Es stand für mich allerdings zu keinem Zeitpunkt irgendwie zur Debatte, dass ich Der Anschlag nicht weiterlesen werde. Ich habe dann vielleicht, keine Ahnung, ein paar Wochen oder einen Monat oder so ein Tribute von Panem gelesen, aber danach habe ich ohne zu zögern weitergelesen mit Der Anschlag, einfach weil ich Stephen King kenne und weiß, dass diese zähen, langwierigen Phasen sind und dass es dann wieder spannend wird und dass man sich am Ende von einem Stephen King Buch definitiv auf ein fulminantes und sehr packendes Finale freuen kann und auch auf ein ziemlich cooles Ende, und das wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich war trotzdem noch gefesselt von der Story und wollte das auf jeden Fall noch weiter erleben und das habe ich dann auch gemacht. Und ich sag mal so, ich habe von Seite 450 bis Seite 1050 ja, in 6 Tagen gelesen, also 600 Seiten in 6 Tagen, was 100 Seiten pro Tag sind, was für mich ein persönlicher Rekord, glaube ich, ist. Und dafür spricht, dass es dann einfach wieder deutlich bergauf ging und nicht unbedingt die ganze Zeit spannend war, aber es war interessant und ich habe mich nie wieder fragen müssen, Mensch, passiert jetzt gleich mal wieder irgendwas? Es ist immer mal wieder was passiert und das hat diese Spannung wieder aufgebaut und vorangetrieben und ich fand es daher ein sehr, sehr, sehr gelungenes Buch und Alter, das Ende, holy shit. Ich habe mir während dem Lesen unglaublich viele verschiedene Varianten des Endes ausgemalt. Es wurde auch auf sehr viele verschiedene Varianten sozusagen angespielt. So könnte es enden oder so könnte es enden. Es war ein unglaublich gutes Ende. Ich habe das ein oder andere Tränchen an verschiedenen Stellen vergossen, aus verschiedensten Gründen. Da möchte ich natürlich jetzt nicht näher drauf eingehen, um nicht zu spoilern. Aber ich saß am Ende wirklich nur da und habe gedacht,
oh mein Gott. Ich habe da wirklich erstmal ein paar Minuten gesessen und das auf mich wirken lassen. Als kleines Schmankerl für Stephen King-Fans kann ich noch Folgendes erzählen. Denk mal über Folgendes nach. Die Zeitreise beginnt im Jahr 1958. Kennt ihr eventuell noch ein anderes Buch von Stephen King, das auch zum Teil in 1958 spielt? Eventuell gibt es in Der Anschlag ein paar kleine Anspielungen auf ein anderes Buch von Stephen King. Und die fand ich ziemlich cool gelungen. Die waren nur kleine Teile davon, aber fand ich ziemlich cool. Und das macht die ganzen Geschichten von Stephen King, finde ich, immer noch sehr viel realer, so dass diese Bücher alle ein bisschen übergreifend sind. Und so bin ich im Nachhinein, war es natürlich ein bisschen schade, dass es in der Mitte ein bisschen zäh wurde, sodass ich mal kurz pausieren musste. Rückblickend war das aber nicht so schlimm, weil das Buch an sich so spannend war. Ich meine, diese ganze Zeitreise-Thematik finde ich unglaublich faszinierend und spannend. Und dieses Ganze, mit dass er immer aufpassen muss, dass er jetzt nichts Falsches macht, was irgendwie einen Schmetterlingseffekt auslösen könnte. Also, dass jede der Handlungen, die er in der Vergangenheit macht, auch massive Folgen in der Zukunft nach sich bringen können. Da musste er immer unglaublich aufpassen. Das fand ich sehr spannend. Und generell einfach die Probleme, die Zeitreisen mit sich bringen, sehr, sehr cool umgesetzt. Super cooles Buch. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr es lest, dann schreibt mir doch gerne mal, was eure Meinung zu dem Buch ist. Fandet ihr es auch cool? Könnt ihr mit mir übereinstimmen mit meiner Meinung oder widersprecht ihr mir irgendwo? Würde mich interessieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.